You honor us with your presence here. Mhm. Ich wundere, dass ich das einfach rausnehmen darf. Können wir ja da doch ein bisschen plündern. So, so. What aid can I offer you, outsider? Ihnen helfen, Außenstehender. Stay strong. Finding your way about all right? Weißt schon. The Brotherhood is so. World listening, world tech personal assistant, what I require from. Release, reinstall operation system software. Oh, okay. Gottes Willen. Ich komme damit nicht klar. Kann der Typ mir nochmal helfen? Wäre hier nie fertig. All this time spent acquiring technology and we look like cavemen next to the office. That is not acceptable. Well, sieht schon alles aus. Okay, ich schätze mal, ich muss jetzt wirklich erstmal durchschauen, was Equipment, Personal, Project Goals. Okay, ich muss da schauen, quasi, was die jeweilige Volt hat. Date für 16. Oktober, 240 Monate, Moving Control System, Brand, Memory Power, Light Life, Geo Terminal. Power, General Atomics, Nuclear. Und wie heißt das Ding gleich? Ein Geotech. Geotech brauchen wir. Okay, dann müssen wir jetzt einfach alle durchschauen und immer die letzten beiden Dinge unten schauen. General Atomic Nuclear Power. Okay, ask information about Volt 87. Dann haben wir es anscheinend schon. Oh, bei denen geht's zu. Did you have any success with that old terminal? Volt 87GZK, but I don't know where it is. Ah, well, that much I believe I can help with. Step over here for a moment. I'll show you where it is. Finde ich gut. Roger that. Need something, friend? Ja, da geht's zu, ist ja irre. Da haben wir eine Granate reingeschmissen. Schnellste ist er nicht gerade. Head explode. Kommt jetzt nicht raus oder was? War so klar, dass der in dem Moment raus ist, wo ich rein bin. Follow me. I'll show you what I can. Okay, dann komm. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Initiate, you've got a lot of nerve to interrupt. Oh, my apologies, stranger. I thought you were one of these worthless initiates. I swear, these kids would be lost without me here to powder their asses. And from boom. What do you do here? Can you train me of palm? Heard you were coming. Yeah, I can train you, but don't ask me to like it. My initiates sweat blood, and you just get a free pass? Anyway, you ready for this? Now look, to wear power armor, first thing you need to do is relax your muscles. Let the suit do the work, okay? Now you. Yeah, power armor. You have free... was received a special size training needed to move in your form of power armor. What aid can I offer you, outsider? Was das war jetzt schon?
If you'll excuse me, I need to go show these fish how to shoot straight. Jetzt kann ich Power Armor tragen. Wow. Also, ja, durchaus. Also, leck mich am Arsch, war das Training anstrengend. Scheiße. Okay, geht's endlich zu ihm. Und der Kerl, der ist ja ewig langsam. Kann ich den schieben? Ja, nicht. Also ist er wenigstens mal darin. Und jetzt sagt er dann wahrscheinlich, ups, habe ich wohl den Schlüssel vergessen. So ein Müll. So. Gut. Der Kerl, der ist so langsam. Nachdem werde ich auf jeden Fall erstmal eine Aufnahmepause einlegen. Beziehungsweise wir werden dann vielleicht erstmal noch zurück nach Megaton gehen und uns die Rüstung holen. Aber davor werden wir zu unserer Butze gehen und uns erstmal abladen müssen. Wahrscheinlich. Oder wir verkaufen erstmal, das können wir auch machen. Oh ja. Ach, da vielleicht. Cool. This map shows the locations of all known vaults in the local area. Vault 87 has been highlighted for you. There. Entrance to Vault 87 will be particularly difficult for you, I'm afraid. What's difficult about it? The area is highly irradiated. Lethal levels are all around the entrance. Gaining direct access will be quite impossible. How do I get through the radioactive? Warte mal, ich habe hier neben mir die Map hängen. Jetzt bin ich mal kurz gespannt, weil ich da oben... Das müsste dann Zone 3 Nummer 6 sein. Schauen wir mal. Zone 3 Nummer 6. Nee, okay, das ist nicht die Vault. Weil da ist nämlich auch so ein Bereich, die ist komplett umrandet von... Ja, von Radioaktivität. Vault 87 müssen wir, oder? Ah. Dann ist es Zone 4, Nummer 6, da ist auch nur Radioaktivität. Das ist richtig. Aber wir können da relativ gut von unserer Butze aussehen. Quite simply, you don't. To attempt such a thing would be certain death for you. Aber ich sehe gerade über meine Karte, da können wir über Zone 8, da gibt es eine U-Bahn-Verbindung. Also, ne, Zone 4, Nummer 8. Schauen wir mal kurz. Zone 4, Nummer 8, Little Lamplight. Und von da aus geht eine U-Bahn-Verbindung nach Zone, also zu Nummer 6. There's got to be any another way. You share your father's determination, it seems. And in this case, you are correct. There may well be another way. Vault 87 is located very close to the site of Lamplight Caverns. Genau. It is entirely probable that the vault may be entered from within the caves. Don't you know? Well, I guess it's time to find out. I will go there myself. So there's a vault down there, and you have never burst investing it? The Brotherhood simply cannot spare the resources necessary to investigate the area. Perhaps you may be more successful. If you do find anything, please return here so that we may decide how best to proceed. Thanks for help. I wish we could do more, but the Brotherhood potentially faces a very pressing, very real threat in the Enclave. All of my efforts must now be devoted to assessing the threat they may pose to us. I'm sure you understand. Nein, mal doch. So, Vault 87, ja, ist da drüben. Okay. Search Karas for a way into Vault 87. Hey. Wunderbar, dann würde ich sagen, jetzt ab nach Megaton. Dann probieren wir da unseren Super Suit aus, ja, ob wir den jetzt ertragen können. Weil es wäre schon cool, wenn wir da jetzt die gescheite Aufmachung hätten. Würde uns immerhin ein bisschen mehr Leben wahrscheinlich auch bringen, oder mehr Sicherheit.
World Map. Megaton. Yes. Schließlich haben wir da schon einen drin. Dann verkaufen wir jetzt einmal mal unseren ganzen Schrott, den wir jetzt sonst so dabei haben. Damit wir wieder vom Gewicht runterkommen. Weil davor brauchen wir da nicht losgehen. So, schauen wir gleich mal, ob die weg sind. Stand da gerade irgendwas von Vault 101 Emergency? Konnte jetzt gerade nicht lesen, da bin ich zu schnell raus. Autosaving. Und es sind zum Glück welche da. Im Anzug. Ah, welcome. We're... Let's see what the good doctor has in his magic bag. Okay, ja, das interessiert mich nicht. Wir wollen verkaufen. 32er Pistol. Einmal die da. Wunderbar. Beziehungsweise... Wollen wir nicht. Wir wollen das vielleicht behalten. Items. So. Gut. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Wir müssen da ein bisschen besser schauen, was wir hergeben können und was nicht. Das können wir hergeben. Das, das, das. Das wiegt eh nichts, das heißt, es behalten wir uns. Behalten wir uns AP30 Jet. Behalten wir uns auf jeden Fall mal, weil es wiegt eh nichts. Laser Rifle, die sind beide recht gut. Das heißt, wir verkaufen die mal. Wiegt auch nichts. Nicht viel. Paint Gun. Die Frage ist plus. Nuke Grenade. Wir müssen ihm irgendwas abkaufen. Buffot. 60. Psycho, okay. Damage 25. Red Away. Stimpack. Die nehmen wir alle. Okay, jetzt gibt er uns immer noch 150 Caps. Das ist immer noch ganz gut. Dann können wir das eigentlich noch loswerden. 188 ist immer noch ganz gut. Sneak Steel Field. Ja, das behalten wir uns. Stimpack behalten wir uns auf jeden Fall auch. Was, wir haben das zwei Stimpacks? Okay. Toy Car. Today. Speak 2. Hauen wir lieber mal das raus. Okay. Jetzt akzeptieren wir erstmal. Give me a shout if you need anything else. See you next time you need that special little something. Genau, jetzt schauen wir erst nochmal. Wie schaut es denn jetzt aus mit unserem Gewicht? 188 zu 260. Okay, dann schauen wir erstmal, ob wir die reparieren können. Jetzt haben wir schon noch 8 weniger. Okay, Fragmine. 32er Pistol, die können wir auch reparieren. Nochmal 2 weniger. Und die können wir auch alle weglegen, weil die brauchen wir nicht. Den können wir vielleicht dann auch noch verkaufen. Genau. Und das wiegt jetzt auch nicht so viel. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir noch wegen Stimpacks. 7 Stimpacks haben wir jetzt, okay. Das ist schon mal ganz gut. Dann schauen wir jetzt noch Megaton rein und probieren, ob wir da unser Ding anziehen können. Ich wette mit dir, die Frau will wieder einen Haufen Geld von uns. 120 oder so. Will die doch jedes Mal. Voll die Frechheit.
Und wir sind schon fast Level 10. Von Level 30, glaube ich. Ich glaube, bis Level 30 geht's doch. Mit den ganzen Erweiterungen. So. Kann man unsere Waffe weglegen. Ja, auf jeden Fall. Din, 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 din. Nach oben, nach oben. Nach links, nochmal nach links und nochmal nach links. Ich frage mich, wie sie den Booster hier hochbekommen haben. Das schwere Ding. So. Mein Zimmer ist mit Sicherheit schon wieder vermietet an anderen. Hundertprozentig. Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber wenigstens steht sie da. Aber natürlich ist mein Zimmer wieder da, versperrt. Hey Baby, what do you need? Right at the top of the stairs, honey. The room with them. Ja, das war bis jetzt das letzte Mal. Weil ich nehme jetzt da, oder ich schaue, dass ich alles mitnehmen kann. Und dann gehe ich gleich zum meinem Haus da drüben. So, Assault Rifle. So, ich bin nur um fast 100 überladen. Okay. Wir müssen da jetzt einfach schauen, dass wir da ein bisschen was reparieren können. Gut. Haben wir da sonst irgendwas zum Reparieren? Assault Rifle, die sind jetzt schon extra. Okay. Halt, ich mache immer einmal zu viel B. Okay. Ich glaube, dass das andere Zeug besser war. Und wir können auch so, glaube ich, nicht schnell reisen, gell? Wenn wir überladen sind. Das heißt, wir lassen da... Wir sind immer noch so viel überladen, hey, das ist zum Kotzen. 270, jetzt sind wir noch um 10 überladen. Dann lassen wir den mal noch da. Genau. Jetzt reisen wir erstmal dann zum Ding raus. Genau, jetzt reisen wir nach... Also da müssen wir hin. Da ist unser Haus. Da reisen wir jetzt hin zu dieser Garage, genau. Von da aus können wir dann, also da legen wir unser Zeug ab. Was wir jetzt so alles dabei haben, was wir nicht brauchen. Dann gehen wir da zurück zu diesem River City, wo wir den anderen Anzug gefunden haben. Ich glaube, der war sogar besser. Weil das Teil ist ja eh schon fast kaputt. Weil das holen wir aber dann auch noch. Genau. Schauen wir erstmal da nach hinten zu unserem Waffenschrank. Ammo, Misks, 8, Weapons, genau. Dich brauchen wir nicht. Die Pistole, die können wir mal noch da lassen. Die lassen wir da. Den Fatman lassen wir da. Die Frag Mine, die wiegen jetzt nicht so viel. Das Knife lassen wir da. Laser Pistol. Laser Rifle, Laser Pistol, Lead Pipe, Minigun, Missile Launcher. Genau, jetzt lassen wir alles da, aber die Minigun nehmen wir mit. 163, genau. Jetzt haben wir hier unseren Waffenschrank schon mal alles abgelegt. So, da legen wir jetzt auch noch irgendwas ab. Es kann doch nicht sein, dass wir so schwer sind. Das schon mal. Einmal dürfte nichts wiegen.
Nur so klein Scheiß. Das ist wieder eine Waffe. Okay, die Minigun, die wiegt halt einen Haufen. Ich nehme eigentlich nur... Okay, das kann man weg da lassen. Weil ich eigentlich ganz gern die Sachen wiederum woanders lagern würde. Und vor allem, die wiegen jetzt auch nicht so viel. Okay, dann haben wir jetzt eigentlich da schon mal alles durch. Wunderbar. Können wir von hier drin reisen? Ich glaube es nicht. Ist das Ding jetzt komplett verloren?